Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Final Fantasy und sind jetzt kurz davor, den Maschinenraum zu betreten. In der letzten Folge haben wir ein bisschen rumgetanzt und jetzt geht's rein in den Maschinenraum. So, erstmal die Kiste oben. Würde ich euch empfehlen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man danach, was da passiert, das ganze Yuffie, die Wendlinge. Was danach passiert, ob man danach da hoch kann oder nicht, das weiß ich gerade nicht auswendig. Also mach das lieber gleich. Und es ist alles gut. Nein! Nein, was tue ich? Das meine ich, da füllt sich das Level zu blitzschnellartig auf. Holla, die Wölfe. Schaden machen die schon. Alter. Eigentlich wollte ich das jetzt noch nicht tun, aber los, Schiefer. Zeig ihm deine wahre Kraft. Ich bin für die damaligen Verhältnisse war die Aufrufgrafik allgemein schon phänomenal. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch, warum man als erstes oben lang gehen sollte. Ich weiß nicht, ob es ganz genau, ob das jetzt so ist. Es kommt auf jeden Fall. Okay, schaut einfach selber zu. Sehr viel Wort. Nein, nicht Sephiroth. Nach langer Ruhe ist die Zeit gekommen. Schau mal, Cloud. Sephiroth. Sephiroth, du lebst? Wer bist du? Du erinnerst dich nicht an mich. Ich bin Cloud. Cloud? Sephiroth, was denkst du, was du vorhast? Die Zeit. Ist Rolf. Was? Was sagst du? Drück dich klar aus. Oh! Genova. Genova Geburt. Liebe diese Musik. Jetzt erstmal volle Limits rein donnern hier. Ganz cool bleiben. Null. Erstmal wird geheilt hier. Dann kommt erstmal Chocomo. Aber wenn ich Glück habe, wird er eventuell gelähmt. Und dann hat er Zuschauer Gemach, Lähmung, Stopp. Nee. So.
Das meine ich, ihr könnt ja echt, wenn ihr Zorn drin habt, könnt ihr eure Limits spammen. Eigentlich schon fast. Und könnt ihr schon richtig gut Schaden raushauen. Aber nichtsdestotrotz, die Alte macht ja trotzdem enorm viel Schaden. Das ist ja schon brutal. Mal auf Cloud. Heilung auf Red. Machen wir mal eine Analyse. Oh nein. Okay. Der Barrel ist jetzt erstmal eine Weile nicht kampffähig, der ein Stopp ist. Das war ja, was ich auch ein bisschen versucht habe bei Genova zu machen. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Okay, kein Problem. Alter, ja, ist in Ordnung. Also Schaden macht die schon gut. Ah, Barret ist wieder da. Neunhundert Leben noch. Achthundert. Sehr schön gemacht, Cloud. Na gut, du kannst nicht alles ausweichen. Egal. Querhieb. Langt nicht ganz, aber wenn alle angreifen, könnte es eventuell langen. 400. Ja. Ah, nein. Jetzt aber, Barret. Sehr schön. So. Das ist auch geschafft. Ein weißer Umhang. Klingt vielversprechend. Aus diesem Shinra-Gebäude. Genova. Der Arm von Genova. Genova? Genova? Er schleppt so weit mit sich rum. Also war es sehr viel Ort. Die Zeit ist reif. Was soll das heißen? Die Zeit ist reif. Ja, es hat mein Mikrofon gesprungen. Also legst du mal von hier aus vor. Was zum Geier geht hier vor? Cloud, warum erzählst du uns nicht, was bisher passiert ist? Ich werde es versuchen, aber bitte keine Unterbrechungen. Sephiroth zeigt los, um das verheißene Land zu finden, um Herrscher des Planeten zu werden. Das war vor 5 Jahren. Dann kam Sephiroth zurück und tötete Präsident Shinra. Und gerade eben haben wir alle Sephiroth gesehen. Er hatte Genova bei sich. Was logisch klingt, er will mit seiner Mutter Genova ins verheißene Land. Ich denke, das ist alles. Hafenarbeiter, wir legen 5 Minuten in Costa del Sol an. Bereit zum Festmachen. Ups, wir sollten uns schnell verstecken. Ja, also wie gerade erwähnt, ich habe es auch versehen gemutet. Und ich nehme es gerade im Nachhinein auf, was mir ziemlich unangenehm ist. Ich hoffe, ihr habt nochmal Verständnis. Es tut mir wirklich leid. Wieso ich auf meinen Mute-Knopf komme, das frage ich mich echt immer noch. Aber ich hoffe, das ist so trotzdem nochmal ein kleiner Entschuldigung. Sephiroth lebt. Das verheißene Land. Existiert es wirklich?
Ja. Von der Hohen See an den Hafen anlegen. So läuft das hier. Mit rückwärts einparken. Leck mich am Arsch. Verdammt, Ed heißt hier, aber ich fühle mich besser, weil ich mich jetzt von diesem und Rosenkliff abschieben kann. Hört mal her, steht zu, dass ihr euch unter das Volk mischt. Oh, Scheideberg, sah so süß aus. Ja, Matrosenkluft. Was meinst du mit süß? Finde ich auch. Bell benutzt doch, sieht doch als Pyjama. Oder Cloud, kann sein. Du siehst aus wie ein Bär im Marshmallow-Kostüm. Zum Teufel, bleib bei meinen Klamotten. Also halt's Maul! Würdet euch bitte beeilen, diese trocknet meine Nase aus. Ja, meine auch. In Ordnung, wir machen eine Pause, bevor wir weitergehen. Geht nicht zu weit weg. Ich brauch's denn nicht suchen. Ich geh schwimmen. Gute Idee. Cloud, keine falschen Hoffnungen. Dein kühles Äußeres zeigt Risse. Also los, gehen wir. Also, auf geht's. Das war vielleicht eine lange Putzfahrt. Gute Arbeit von allen. Weil ich damit. Ja, Sir. Ich habe gehört, Sephiroth war an Bord. Ja. Und es scheint, Cloud und die anderen waren auch an Bord. Ja. Sie sind uns alle durch die Lappen gegangen. Dieses Muscle ist wirklich großartig für Muscle. Vorartig, meine ich. Für Muscle. Ich muss ja genau lesen, was da steht. Heidiger. Ich bin sehr beschämt. Ist das alles? Einzelne Antworten geben und für alles entschuldigen. Fertig zur Abfahrt, Sir. Tja. Du was, ich will Resultate sehen. Es ist selber aggressiv. Nur weil er Kritik erhalten kann, kann er einfach. Muss er immer wieder was tun. Er muss immer wieder Stress suchen. Unglaublich, dieser Typ. Echt? Wenn man seine Probleme in den Griff kriegen. Meine Güte, diese Menschen. Das ist einfach unglaublich. Was soll man noch dazu sagen? Also eben mir fällt dazu gar nichts mehr ein. Badam, 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 badam. Costa de la Sol. Toll ist ein weiches Bett. Nur noch ein bisschen. Oh. Oh, tut mir leid, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ist mir das peinlich. Lass dir Zeit und zieh dich um.
Übrigens, hängst du ernsthaft darüber nach, es zu kaufen? Wovon Vorsitzenden zu hängen redest du? Ich verschwinde von hier. Natürlich Erste. Was verkaufst du? Ich will aber nie trägt. Was willst du mich veräppeln? Ich meine, dieses Haus, die Villa gehört mal Präsident Shinra. Sie ist erst seit kurzem wieder auf dem Markt. Wie gefällt's dir? Großes Grundstück, komplett möbliert, inklusive Daunenbett. Es gibt sogar einen Keller. Die Leute im Dorf nennen es die Shinra Villa. Natürlich verschenken wir sie nicht. Wie viel kostet sie? Was? Du willst etwas kaufen, obwohl du kein Pfennig hast? Nun, ich sag dir den Preis nur zur Information. Sein Bombengeschäft für 300.000 Geld, jenseits deiner Möglichkeiten. Raus, los, raus. Okay, Junge. Aber irgendwann werde ich dieses Haus kaufen. Oder diese Villa. Sie wird mein sein. Dann fliegst du raus, Junge. Raus. So sieht's aus. Ja, Sir. Oh, die Jäger sind gerade. Bitte bedien dich. Natürlich bedienen wir uns. Und Feuerring, das brauchen wir später natürlich. Motor Drive, das könnte tiefer. Schnarch, laut Schnarch. Ja. So. Feuerring. Was genau ich da jetzt nochmal genau gemacht habe, das weiß ich gar nicht mehr. Aber. Ich meine, es ist erst ein paar Stunden her. Was heißt ein paar Stunden? Schon einiges. Das ist gerade eben aufgefallen. Ja, Snowboarden ist dieses angesagt. Surfen hängt mir zum Hals raus. Okay. Willkommen zu Bar the Soul. Tropische Nächte gefällig? Ah, okay. Oder sogar ein Drink gratis. Bitte, wenn du nichts von mir kaufst, komme ich nicht über die Runden. Okay, Platinreif, nein. Carbonreif habe ich zweimal gekauft. Ja. So, jetzt kommt er über die Runden. So. So. Und weiter geht's. Oh ja. Und Schuss. Und Schuss. Schuss. Jawohl, Schuss. Und Schuss. Was ist mit dir? Hey, bist du es wirklich? Wir haben beide Soldier und davor als Kinder Freunde, du warst ein Playboy. Was? Und ein fucking Mörder. Warum kann ich mich nicht an dich erinnern? Deinen Namen erinnern. Wer bist du? Ich bin Cloud. Du meinst, du bist gut genug, um überall damit anzugeben, wie toll du bist? Ich will es nicht hören. Hä? Kein Gemecker. Bla bla bla. Ich kenne den Typen nicht. Tut mir leid. Er hat in der Zeit einiges eingesteckt. Ich bin ziemlich fertig. Okay. Da war ich doch relativ schnell beim Lesen. Wie gesagt, ich versuche so perfekt wie möglich. Ah, da ist die Yuffie. Hey Cloud, keinen Nebenverdienst. Ich verkaufe Materie. Bitte kauf doch was. Natürlich verkauft die Materie. Die Yuffie. Jeder, wo Yuffie kennt, weiß genau, dass sie nicht nur Materie verkauft. So, Glück an, neue Hilfskraft. Sie ist so fleißig. Wie wär's mit einem Souvenir? Eine goldene Nadel. Nur in Costa del Sol erhältlich. Natürlich. 150 Euro noch. Auf jeden Fall ein paar Hypo, erstmal zwei Zelt, ein Zelt, ne, ein paar Hypo, ja, und ein Zelt, genau. Hier mal ein Strand.
Check mal die Lage da unten. Oh, Cloud! Hä? Sieh dir das an! Wer? Hoyo? Das Mädchen im Bikini? Natürlich sagen wir, wer Hoyo? Ist ja klar. Der Mann da drüben, ist das Hoyo? Hier rüber und sprich mit ihm. Natürlich muss ich mal voran. Ihr seid ein paar Schäfer. Gott, was willst du? Ich will mit Hoyo sprechen. Was denkst du, wer du bist? Dieser schreckliche alte Mann sagt, er will mit dir sprechen. Ich bin beschäftigt. Aber schade. Hey, warte. Ich erinnere mich an euch. Ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist lange her, Cloud. Oh jo. Manchmal muss man einfach Dinge wie dies tun. Was tust du? Was tust du? Ich rede dann nichts, ich bräune mich. Im Anzug. Natürlich. Antworte mir. Ich glaube, wir beide haben das gleiche Ziel. Du meinst Sephiroth? Hast du ihn gesehen? Ich verstehe. Was ist? Nicht. Ich erinnerte mich gerade nur an eine bestimmte Hypothese. Hast du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Oder dass du an einen bestimmten Ort gehen musstest? Ich gehe hin, wo er Sephiroth immer sein Unwesen treibt. Um ihn zu schlagen, um alle ein Ende zu machen. Ich verstehe, das könnte interessant sein. Was soll dir? Möchtest du mein Versuchskaninchen sein? Oh, was denn jetzt? Du ziehst dein Schwert? Keusch, keusch, halt laut! Sag mal, bist du nicht die vom alten Volk? Bist du nicht der vom alten Volk? Natürlich der. Ich bin Iris, du könntest dich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich möchte, dass ihr mir etwas sagt, Professor Hoyo. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin, meine Mutter erzählte es mir. Deine Mutter, du meinst Inferna. Wie geht's ihr? Wisst ihr das denn nicht? Sie ist tot. Ich verstehe. Professor Hoyo, ist Tenemo vom alten Volk, ist Helmer vom alten Volk? Haben wir das gleiche Blut? Murmel, murmel nach Westen. Er murmelt vor sich hin, das kann nur bedeuten, er hat etwas zu verbergen. Hey, antworte mir! Es hat keinen Sinn, es ist zwecklos. Er schwimmt und ich renne einfach im Wasser rum. Herrje, Hilfe! Atmen, atmen, irgendwie beatmen, nicht? Ja, natürlich. So, dann auf nach Westen. Ah, ich erinnere mich. Wir wollten ins Hotel erstmal eine Runde nächten. Ich wollte kein Zelt verschwenden, aber first. Ab ins Inn. Wir nicht hängen bleiben an der Mauer. Oh, das ist Iris. Puh, warum bin ich noch so müde? Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Ich fühle mich nicht gut. Cloud? Was hältst du von mir? Nicht viel. Entschuldigung, aber ich habe irgendwie über sowas nachgedacht. Wie kannst du mir sowas sagen? Manchmal nervst du mich echt. Ich hätte das nie anschneiden sollen. Ja, ich halte halt nicht von dir viel. Tut mir leid. Vielen Dank. Was soll's sein? Bleibe. Moment mal, das ist nicht genug Geld. Was?
sich ernsthaft noch was zu kaufen. Wie wär's mit einem Souvenir, eine goldene Nadel? Ja, ja, bla bla, Junge. Und zwei verkaufen. Jetzt können wir eine Runde nicht. Vielen Dank, was soll's sein? Bleibe. Du musst müde sein, morgen wird's Wetter im Bereich der Konstellation wieder sonnig. Im Rausch des Meerwellen in Schlafgebiet, was auch immer schön ist. Guten Morgen und gute Reise. Ja, und somit verabschieden wir uns wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Und entschuldige nochmal für die ganzen Zwischenfälle, dass ich nochmal extra neu aufnehmen musste. Ne? Bye bye.